Wir betreten den Bunker des Hauptgefechtsstandes der Volksmarine der DDR. Erbaut wurde dieses Objekt Anfang der 70er Jahre. Es besteht aus einem zweigeschossigen massiven Baukörper mit den Abmessungen von 49,3 x 57,5 Metern. Die Höhe der Geschosse beträgt 3,60 Meter und 3,20 Meter. Der Bunker hat die Schutzklasse A, ist also gegen Kernwaffen resistent. Alle Dienst- und Arbeitsräume sind mit Schwingfußplatten ausgerüstet, sodass bei einer Erschütterung durch Waffen keine größeren Schäden entstehen können. Über dem ersten Untergeschoss ist ein 2 Meter hohes Zwischengeschoss gebaut worden, das teilweise mit Kies verfüllt wurde. Es dient als Zerschellschicht für Munitionskörper. In diesem Geschoss hat man alle Rohre für die Frischluftzuführung der Klima- und Dieselanlage, aber auch für die Abluft redundant, also doppelt gebaut. So konnte selbst bei der Zerstörung eines Rohres das andere sozusagen übernehmen. Alle Wechselsprechanlagen sind federnd aufgehangen, damit sie bei einer Detonation eine sichere Kommunikation gewährleisten. Gleich im Eingangsbereich, dem Schleusentrakt, befindet sich der Schleusenkommandant, der darüber wacht, der das Bauwerk betritt und wenn nötig anordnet, dass kontaminierte Personen sich abzuduschen haben. Labor. Hier kann untersucht werden, ob der Feind chemische oder biologische Kampfstoffe eingesetzt hat und kann diese für weitere Abwehrmaßnahmen analysieren. Das hier ist die Filteranlage für die drei Betriebsweisen. Je nach Gefährdungslage kann der Bunker komplett hermetisiert werden, also völlig von der Außenwelt abgeschottet. Im ersten Untergeschoss gibt es mehrere Videokonferenzräume. Hier konnten zum Beispiel große Karten aufgehangen und live abgefilmt werden, um das strategische Vorgehen zu planen. Diese Wände wurden mit starken Leuchten angestrahlt. Hier ist ein Teil der internen Rohrpostanlage zu sehen, die unter anderem in diesem Eingangskorb endet. Doch mehr dazu später. In beiden Geschossen gibt es zahlreiche sanitäre Anlagen. So gut erhalten wie in diesem Bunker sind sie selten anzutreffen. Das hier ist ein Lichttisch, um zum Beispiel Aufklärungsfotos und Seekarten von unten zu durchleuchten.
Diese Klimablöcke sind bereits geöffnet und man kann die Verdampfer sehen. Sie gehören zur Klimaanlage im Untergeschoss, die wir später noch sehen werden. Das hier ist einer der auf Schwingfußplatten gelagerten Arbeitsräume. Die Verdichteranlage erzeugt die Druckluft, die in der Betriebsweise 3 als Ressource genutzt werden kann. Gespeichert wird sie aber im Untergeschoss. Auch hier ist alles federnd gelagert. Für kleinere Reparaturen oder Instandhaltungen hatte man eine eigene Werkstatt. Wir bewegen uns jetzt in das zweite Untergeschoss des Bunkers und sind damit in ca. 18 Meter Tiefe unter der Erde. Hier befindet sich unter anderem die riesige Nachrichtenzentrale mit den Vermittlungsstellenanlagen sowie den Richtfunkanlagen. Diese Klimatruhe ist praktisch eine kleinere Klimaanlage für den Raum. Die Druckluftüberwachung zeigt an, ob die Nachrichtenkabel beschädigt worden sind. Auch dieser Verteilerraum ist schwingend gelagert, jedoch erst, nachdem eine genau definierte Sollbruchstelle nach einer Erschütterung aufbricht. Diese Gleichrichter wandeln Wechselstrom in Gleichstrom um, da die meisten elektronischen Geräte ohnehin mit Gleichstrom arbeiten.
Batterieraum steht noch die Vorratsflasche mit Batteriesäure, um die Akkumulatoren der Notstromversorgung nachfüllen zu können. Die müssen bei einem Stromausfall so lange Energie liefern, bis die Generatoren angelaufen sind. Das ist der untere Teil des Klimablocks, der die Innentemperatur des Bauwerks herunterkühlt. Er ist unbedingt notwendig, da es sonst aufgrund der vielen Geräte extrem heiß im Bunker werden würde. Riesige Ventilatoren pressen die Luft über die Kühlrippen, um diese herunterzukühlen. Auch hier sind wieder wichtige Bedienelemente federnd gelagert, damit sie im Ernstfall nicht herunterfallen oder zerbrechen können. In der Großküche konnte das Essen für die Mannschaft im Bunker gekocht werden. Im Küchenbereich gehören auch Lagerräume sowie eine Kühlzelle für Fleisch oder ähnliches. Vier Schiffsdieselmotoren wurden die Notstromgeneratoren im Bedarfsfall betrieben. Man nennt diese Bereiche auch NEA, Netzersatzanlage. Dazu gehören auch ein aufwendiges Umluft- und Abluftsystem für die Abgase und Kühlung. Der Dieselkraftstoff für den Betrieb der NEA war in drei Tankbehälter mit je 10 Kubikmetern eingelagert. Mit dieser Füllmenge sollten drei Dieselgeneratorenaggregate ca. 6 Tage laufen. Der vierte Generator diente lediglich als Ersatz bei einem Ausfall. Die Tanks sind auch hier schwingend gelagert. Eine absolute Besonderheit stellt diese interne Rohrpostanlage dar. Sie ist sonst nicht üblich gewesen. Das hier ist die Zentrale, wo alle Druckluftleitungen zusammenlaufen. In diesen Behältern konnten zum Beispiel Schriftstücke zusammengerollt in jedem Raum, der einen Empfänger hatte, zugestellt werden. Die Druckluft, die durch die Verdichter erzeugt wurde, konnte in diesen Rohren gespeichert werden. Das ist absolut unüblich, da man normalerweise große Druckbehälter dafür benutzt, so wie sie auch in allen späteren Schutzbauwerken zum Einsatz kamen. Hier im Fotolabor konnten Farbfotos entwickelt, kopiert oder Aufnahmen vergrößert werden. Das Herzstück des Bunkers ist natürlich der Dispatcherraum. Hier konnte man alles überwachen und steuern. Der Betriebsweisenumschalter ist sogar noch funktionstüchtig. Die drei Betriebsweisen richteten sich nach der militärischen Gefährdungsstufe und
geben den Bauwerkschutz für die Belüftung, das Filtern der Luft und ähnliches vor.